Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch mal bei dem anfangen, was der Kollege Hirte auch gesagt hat. Aus unserer Sicht ist der Antrag eine gute, vernünftige Basis, nämlich die Verbesserung der Situation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Textilindustrie in Entwicklungsländern vorzusehen. Aber auch wenn wir in den Zielen übereinstimmen, gibt es Defizite und unterschiedliche Bewertungen, gerade auch durch meine Fraktion, was den vorgeschlagenen Weg betrifft. Zunächst vermisse ich in dem Antrag, das ist hier zwar gesagt worden, mehrfach, aber steht nicht im Antrag, ein zentrales Projekt der deutschen Entwicklungspolitik, nämlich das 2014 gegründete Textilbündnis. Dieses Textilbündnis greift die Thematik aus meiner Sicht in vorbildlicher Weise auf und arbeitet bereits in der Praxis an den Verringerungen von Missständen und Benachteiligungen. Mit diesem Projekt kommen Verbraucher, Wirtschaft und Politik auf freiwilliger Basis zusammen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass Sie das richtig verstanden haben, Frau Künast. Nun schreien Sie nicht bei mir, Sie haben hier genug geschrien. Der vorliegende Antrag geht damit nämlich nicht auf das Vorhaben ein, das wir auch im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in der letzten Legislaturperiode kontinuierlich betreut haben. Es liefert dieses deutsche Textilbündnis, arbeitet an einer spürbaren Veränderung entlang der textilen Lieferkette, um eben die Arbeitsbedingungen in der Textilwirtschaft international zu verbessern, existenzsichernde Löhne zu gewährleisten und Umweltstandards einzuhalten. Die 188 Mitglieder des Bündnisses, davon 133 mittelständische Unternehmen und Großkonzerne aus der Textilindustrie und dem Handel, haben bereits 2016 mit konkreten Umsetzungsplänen für mehr Nachhaltigkeit in der Textilindustrie begonnen. Herr Klimke, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Jetzt nicht. Frau Künast hat sowieso Ihre Zeit überzogen. Wir haben damit auch ganz wichtig einen Marktanteil inzwischen von 55% erreicht, der sozusagen einen abdeckenden Charakter hat. Ich bin überzeugt, dass das Textilbündnis im Übrigen vorbildlich für andere Wirtschaftszweige sein kann, ob das der Rohstoffsektor ist, die Fischereiindustrie zum Beispiel, und dass sich dass deutlich wird, dass sich faire Herstellung lohnt. Viele Forderungen der Grünen werden ja schon von Teilen der Branche umgesetzt. Dies sollte man anerkennen, bevor man das Thema von der nationalen auf die europäische Ebene vorantreibt. Meine Damen und Herren, auf ein verändertes Bewusstsein der Verbraucherinnen und Verbraucher im Nachgang des tödlichen Einsturzes in Bangladesch, Rana Plaza, wird immer wieder gerne hingewiesen. Dies ist jedoch ein sehr langsamer Prozess. Hier müssen wir weiter sensibilisieren. Das kommt in Ihrem Antrag zu kurz. Auch hier geht das BMZ mit Taten voran, das müssen wir festhalten. Mit dem Portal Siegelklarheit hat die Bundesregierung ein erstes Angebot für die Verbraucher und die Unternehmen auf den Weg gebracht, um nachhaltiges Handeln zu stärken. Dieses Portal ist vom BMZ initiiert worden, finanziert worden. Das Projekt trägt dazu bei, dass Umwelt- und Sozialsiegel eingeführt werden, besser verstanden werden, die Marktdurchdringung anspruchsvoller Siegel und die internationale Umsetzung hoher Umwelt- und Sozialstandards vorangetrieben wird. Das muss man festhalten. Zudem darf nicht aus dem Fokus geraten, meine Damen und Herren, dass die Hauptverantwortung für den Schutz von Menschenrechten und der Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards bei den Regierungen der Produktionsländer liegen. Diese Verantwortung wird im Antrag so benannt. Das Argument wird jedoch schnell beiseite geschoben und die Verantwortung auf den europäischen Markt und die dort agierenden Textilunternehmen zugewiesen. Und da wird der Bock zum Gärtner gemacht. In bilateralen Verhandlungen mit Produktionsländern dürfen wir eben nicht davor zurückschrecken, Missstände auch in diesen Ländern zu benennen und zu konditionieren. Ihr bekommt nur Geld von uns, wenn ihr auch eure sozialen Grundlagen in eurem Land verändert. Und wenn nichts passiert,
dann gibt es kein Geld. Und das müssen wir auch eindeutig sagen und auch konsequenter sein. Meine Damen und Herren, wir sind mit dem Textilbündnis auf einem sehr guten Weg. Das gilt insbesondere auch für die Agenda 2030. Menschenwürdige Arbeit und wirtschaftliches Wachstum, nachhaltige Produktion und nachhaltiger Konsum, Förderung von Partnerschaften, das sind dort Ziele, die genannt werden. Und für mich liegen diese Erfolge und diese Ziele der deutschen Entwicklungspolitik auch noch mal zusammenfassend im Textilsektor auf der Hand. Denn in Deutschland haben wir es geschafft, die Textilindustrie auf freiwilliger Basis in den Prozess einzubeziehen, ohne dass dabei ein ungeheurer Verwaltungsaufwand für die Unternehmen entsteht. Das hat Vorbildcharakter. Zweitens, die Bundesregierung setzt auf einen aufgeklärten Verbraucher, auf einen aufgeklärten Käufer. Ich persönlich wünsche mir, dass im weiteren Prozess für den Verbraucher ein Siegel entworfen wird, an dem er auf den ersten Blick erkennen kann, Fair Trade oder Social Made, dass seine Kleidung unter den Vorgaben des Textilbündnisses produziert worden ist. Und last but not least, drittens, wir müssen die Regierungen der Produktionsländer stärker, ich sage es noch mal, in die Verantwortung nehmen und Entwicklungsgelder als Mittel einsetzen, indem wir sagen, sie werden nur gezahlt, wenn ihr auch in diesem Bereich soziale Standards bei euch umsetzt. Denn dann arbeiten wir vernünftig zusammen. Länder, Geberländer, Entwicklungsländer, Verbraucher und die Wirtschaft auf freier Basis. Und das ist ein Erfolgsfaktor, den wir vor allen Dingen für die soziale Sicherheit in diesen Entwicklungsländern sehen müssen. Danke sehr. Vielen Dank. Als letzter Redner in dieser Aussprache hat Dr. Volker Ulrich von der CDU-CSU-Fraktion das Wort.